So, und weiter geht's, meine Freunde. So, zuletzt haben wir aufgehört mit unserem kleinen Voodoo-Ritual, der hinten im Tempel. Unsere kleine Freundin kommt auch gerade raus. Es ist wunderbares, naja, strahlenblauer Himmel, aber es gewittert. Okay. Ja, na, rede ich mal kurz mit ihr. Wir reden später weiter. Dann halt nicht. So. Und zwar, was brauche ich denn jetzt? Also jetzt schauen wir doch mal. Was haben wir hier jetzt noch für Kisten? Für Kisten, naja. Für Quests. Also, Schwertgestehe, eingefährliche Bestie, Frachtkisten für Miguel und der Schatz von Jim. Okay. Ich sprach mit Pirat Slick. Er sagt, du gehörst nicht zum Stamm von Captain Crown. Tja. Ich sehe nicht, welchen Weg du gehst, aber ich sehe dich. Also gib Acht, was du tust. Was muss ich über euer Dorf wissen? Der Tempel der Ahnen ist tabu. Nur die Kiki und Chakabakir dürfen ihn betreten. Wenn du kämpfen willst, warte, bis ein Tonka gegen dich antritt. Prügeln gehört hier wohl zum Alltag, ne? Tonka kennen keine Schmerzen. Wenn du das lernen willst, dann kann ich es dir zeigen. Du kannst mit den Frauen reden und handeln. Aber mehr nicht. Sonst spürst du unsere Speere. Okay, zeig mir ein paar Tricks. Das soll wahrscheinlich, damit ich mir aushalte. Das schauen wir uns dann nachher mal an. Jetzt ist es endgültig genug. Ach komm jetzt, noch mehr Ärger kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Du warst im Tempel der Ahnen. Nur jemand, der dazu würdig ist, darf das. Ja, ich hatte doch eigentlich die Erlaubnis. Ich vielleicht doch nicht schaden, hau ab, du Wurm. Für sowas habe ich keine Zeit. Ich habe sehr viel für dein Volk getan. Klingt doch gut. Ich habe sehr viel für dein Volk getan. Soll das jetzt hier der Dank sein? Du bist kein Chaganumbi. Niemand außer uns darf den Tempel der Ahnen betreten. Du bist unwürdig. Du bist ein Gucho. Entspann dich, ich bin ja bald weg. Okay, was genau hast du jetzt mir vor? Entspann dich. Ich bin ja bald wieder weg. Chani gehört zu mir. Sie darf nicht mit dir gehen. Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist eifersüchtig. Ich hab doch schon eine Frau, die mir das Leben schwer macht. Da brauche ich nicht noch eine zweite. Du willst nicht Chani zur Frau? Nein, nein, ich brauche ihr Voodoo zugeben, sie ist sehr hübsch. Na, ich will jetzt hier keinen Streit anfangen. Nein, aber ich brauche ihr Voodoo. Capo, Chani wird nur einen Chaganumbi erhören. Na dann hau rein, Kollege. Ich werde dich nicht daran hindern. Aber wie ich das sehe, hast du bloß Angst, es ihr zu sagen. Kaka! Ja, fluch du nur. Ich schätze, ich hab dich durchschaut. So, kann ich jetzt wieder gehen? Ja, geh, Gucho. Aber eins vergiss nie. Ab heute wirst du sie beschützen. Und ich werde dein Leben beenden, wenn ihres endet. Capo, Gucho. Capo! Okay, das ist doch ein guter Deal. Und ja, Kaka, tolle Aussage. Ja, ich will mit dir jetzt keinen Streit anfangen. Ich hole mir nur ein bisschen zu essen. So. Und zwar, ich müsste doch theoretisch doch irgendwie mit dir reden können, oder? Wir reden später weiter. Dann halt nicht. Ja gut, was denn dann? Oha, Gucho. Du kommst zu den Kiki der Chaganumbi. Wurdest du nicht gewarnt? Gewarnt? Wovor? Vor uns. Wir sind die Hexen des Voodoo. So schlimm wird's schon nicht werden. Und was willst du mich jetzt verzaubern? Und? Willst du mich jetzt verzaubern? Beug dich ein wenig vor. Lass mich in deine Seele blicken. Hey, das ist nicht lustig. Das bei Voodoo Boy übrigens Slick wartet auf das Idol von Crow. Slick wartet auf das Idol für Crow. Tschi, es ist fast fertig. Aber das Wichtigste fehlt. Das Herz. Und jetzt? Soll ich mir meins rausreißen? Herz und Geist eines Idols und jeder Puppe ist Jade. Jade ist ein magischer Stein. Hikoko weiß, wo unbehandelte Jade zu finden ist. Bitte, begleite und beschütze sie auf diesem Weg. Mit Simus. Warum begleiten die Tonka Hikoko nicht? Die
Die wenigen, die geblieben sind, bewachen die Shaganumbi. Ono, sie werden uns nicht verlassen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tawonga, Pirat. Und seid vorsichtig. Kannst du mir Voodoo beibringen? Wir lernen die dunkle Gabe von den Ahnen selbst. Es ist verboten, die Geheimnisse mit anderen zu teilen. Wenn ich dich lehre, werde ich einen schrecklichen Tod sterben. Na, dann lassen wir das wohl lieber. Erst wenn die Ahnen dir wohlgesonnen sind, darf ich dich unterrichten. Ja gut, wenn zum Beispiel ist ja nicht mein Problem, aber naja. Ich hab den Segen der Ahnen. Die Ahnen haben entschieden. Die Shaganumbi werden dich unser Voodoo lehren. Hikoko und ich werden dich unterrichten, wenn du willst. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Na klar, nehmen wir doch sofort an. Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Oh mein Gott, zeig mir wie Voodoo-Zepterbohe, magische Talis, meine mächtige Flüche, schwarze Magie verbessern. Aber da brauche ich alles, weiß Gott, wie viel Voodoo dazu. Was ist das jetzt hier? Ich bin kein Alchemist. Okay, kann ich hier reinschleichen? Aber ich kann immer kurz schlafen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, gute Nacht. Ach, guten Morgen. Ja, hat Spaß, mit dem Schlaf zuzugucken. Ja, genau, geh weg. So, und die soll ich jetzt beschützen. Ono Palava, sag nichts, Pirat. Ich sehe, deine Zukunft ist dunkel. Oje, viele Gefahren warten auf dich. Blut Klasse. Und Tod. Na toll. Fürchte dich nicht. Ich habe, was du brauchst. Nimm das Tieramulett. Es ist von den Ahnen. Trag es, dann bringt es dir Glück. Okay. Deinen Tand kannst du bei jemand anders loswerden. Du nimmst es nicht? Dann ist es auch nicht für dich bestimmt. Tja, so läuft's halt. Ja. Wir sollen Jade holen. Chi, ich werde gehen. Du musst mich beschützen. Wo geht's hin? Eine Höhle auf dem Weg zum Tempel der Erde. Rechnest du mit Schwierigkeiten? Vorsicht ist geboten. Viele Gefahren bewegen sich auf immer neuen Pfaden. Ich pass auf dich auf. Wenn du es wünschst, gehen wir los. Gehen wir. Dann folge mir, Pirat. Oh, mein Labertikobisch, das ist ja furchtbar. Moment, kann ich dir kurz anhalten? Ono Palava, Gucho. Gut, dann halt nicht, oder was? Wartet ihr auf mich? Ja, gut, ich will mich nur kurz hier unterhalten, bevor ich weggehe. Hoshi, Tawonga. Ja, sehe ich auch so. Du hast Tahana befreit. Keine große Sache. Das wird den Blaurücken nicht gefallen. Damit kann ich leben. Du hast dich entschieden, Freund der Shaganumbi zu sein. Shaganumbi Tufas Tawonga, Hoshi. Die Jäger der Shaganumbi danken dir, Freund. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Okay. Oh. Wer ist Kakabaki, Tempel der Erde, Tonka, Kiki, Tufas, Muleke? Okay, gut. Wow. Ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Bisschen zu viel. Moment, ich höre mich kurz weiter. Geht's dir jetzt besser? Ich bin fertig mit dir, Gucho. Verschwinde und komm nicht wieder. Ach, halt die Fresse. Mir sind noch jemand. Eigentlich nicht okay, dann kannst du ja losgehen. Bleib dran! Jojo, nur kein Stress. Der Truhe waren wir ja schon. Benutze ich jetzt irgendwie, ich muss ja doch die Bestie im oberen Fluss suchen. Hier entspringt der Fluss und hier ist sie nicht. Also irgendwie ist das auch noch ein wenig arg komisch. Aber naja, so verwirrende Quests hatten wir ja schließlich auch schon in Risen 1. Und naja, die waren natürlich auch nicht immer unbedingt einleuchtend. Man kam mehr oder weniger zufällig dazu. Oh, ich mache so Schadenflamme hier. Nicht allzu viel. Na, egal. Da wird später wieder gelevelt.
Ich werde auch nachher nochmal nach Puerto Isabella gehen und mich da nochmal genau umschauen. Weil da gibt es natürlich auch noch ein paar Quests und vor allem noch irgendwo muss man da ja noch einkaufen können. Man konnte ja bis jetzt wirklich nur ein bisschen Fleisch, ein bisschen zum Schmied, ein bisschen zum Büchsenmacher. Das war's dann eigentlich schon. Jetzt lauft doch nicht so langsam. Mein Gott. Schrecklich. Kusch, geh weg. Ja, ja, Kusch, Kusch, gell. Machst du das Kusch, Kusch, du machst Couscous aus dem und das Problem gelöst. Ich sehe auch schon die Höhle dahin. Ja, sieht dafür versprechend aus. Das ist die Jadehöhle. Ab hier übernehme ich. Chi, im Kampf bin ich keine große Hilfe. Besser du wartest hier. Wie viele Brocken brauchen wir? 4 Brocken. Sei vorsichtig. Termiten suchen Schutz in der Dunkelheit. Die Dunkelheit wird sie nicht vor mir schützen. Eben. So, und ich sehe auch schon die erste. Kurz speichern. Komm du nur her. Komm du her. Schon. Ich glaube, die hängt ein bisschen fest. Naja. Interessiert sie jetzt ein paar? Ich finde es trotzdem sehr komisch, dieser dunkle Übergang. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist irgendwie doch sehr, sehr, sehr komisch gemacht. Naja, die Engine ist ja da nicht unbedingt die allerbeste. Aber besser wie nichts natürlich. Komm her. Nicht viel. Schaut mal die nächste. Na gut, die können ja wirklich gar nichts, also. Ich hatte gerade keinen Schlag oder halt eben kein Treffergeräusch. Finde ich jetzt etwas komisch. Naja. Also die Fackel noch kurz holen. Und hier liegt schon die erste Jade. 1 von 4, okay. Also, geht's tief in die Höhle. Immer ein bisschen zwischenspeichern. Passt das auch. Hinten sehe ich schon die nächste. Ich sehe hier einen Jadebrocken. Nochmal einen Jadebrocken. Und viele Geräusche, die mir gar nicht gefallen. Jetzt komm her. Die kriegt ja gar nichts mehr. Ich glaube schon der letzte Jadebrocken. Aber die Höhle geht definitiv noch weiter. Und das werde ich mir natürlich noch angucken. Selbstverständlich. So. 4 Jadebrocken, Questerfolg. Aber ja, wie schon gesagt, so oft wurden wir neue in die Höhle kommen. Also schauen wir uns hier mal ein bisschen ausführlich um. Schon stirb schneller. Ah, also. Okay, was sehe ich denn hier? Goldbeutel, Pokéballs, Einwand frei. Ja, weiter geht's. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Nein, 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 bitte keine Ghule. Nein. Oh, 3 Stück davon. Oh Gott. Ich kann die ja nicht blocken. Ich kann den auch nicht ausweichen. Oh Gott, jetzt fallen die Arme an. Okay, dann muss ich auf jeden Fall rumnähern, Herr Trink, sonst habe ich gar keine Chance. Oh Gott, geh von mir runter. Komm hinterher. Okay, vielleicht schaffe ich die. Das wäre natürlich. Natürlich mega mäßig. Aber ich glaub's nicht, ganz ehrlich. Ich glaub das nicht. Ja, immer noch gleich, komm. Ja, zum Glück habe ich das neue Schwert gekauft. Hey. Komm, nur 1 tot, wunderbar. Der schlägt die falsche Richtung. Ich brauche mal ein bisschen Platz, das ist jetzt nicht geil, das ist ja sowieso vergessen. Jetzt komm schon, jetzt vielleicht noch die Schultertreffer, komm schon. Jawohl. Und down, und du noch. Den schaffen wir. Er wird frei, komm schon, komm schon, komm schon. Kriegt mir ein Schwert voll aufs Maul, also komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du Drecksviechen. Wisst ihr, wo ihr in der Höhle lebt? Und dann die hier Wohnung in, was weiß ich, Puerto Sacarico Downtown hat es wohl nicht gereicht. Aber wir haben gewonnen, tatsächlich. Oh, I have to congratulate myself. Okay, ja. Also weh, es lohnt sich nicht. Hier kann man sicherlich auch abbauen. Mach ich jede Wette. Also ich muss mal eine Spitzhacke besorgen.
dann würde ich nach Höhle suchen. Bin ich neidisch. Ach, mitten hier im Felsmassiv. Klasse. Also, weiter geht's. Ah, geil. Na, drei davon. Cool, wird immer besser. Und schießen also. Das ist schon 30 besser, das würde ich mal sagen. Ach, jetzt. Dieses nicht ausweichen können, nicht blocken können, das ist echt verdammt nervig, muss ich wirklich sagen. Ich kann fast nichts machen. Ich kann eigentlich nur blindes Button-Smashing auf die linke Maustaste machen. Ich kann zwar hier noch treten, aber das nützt bei denen eh gar nichts. Ich hab schon wieder kein Treffergeräusch. Okay, das ist irgendwie anscheinend in der Höhle bei Terminen so Standard. Ach, jetzt sterb doch, warum halten die denn so viel aus? Muss doch nicht sein. Die können doch nichts, dann können sie doch nichts aushalten. Na, also, wieder ein absolut epischen Kill-Move. Beenden wir das Ganze. So, nehmen wir unsere Fackelchen wieder mit. Speichern mal wieder. Gibt's hier was? Also, ich glaube, die Ding kann man wirklich abbauen. Über mir läuft da irgendwas rum, glaube ich. So, okay, also, das ist eine Leiche von den Dingen. Ich habe gerade was ist das jetzt? Also, Treffer. Stirb. Das ging einzeln, ist kein Problem. Da kommen die gar nicht groß zum Angreifen. Können die nicht nichts machen. So. Was gibt's hier irgendwas? Fackel aus. Haben ja noch drei. Okay, anscheinend nicht. Oh. Ich greife die Kleine jetzt auch noch an. Ist ja klar. Die hat doch nichts zu melden, wirklich. Immer schön der Reihe nach. So, next. Ich zähle, glaube ich, gerade den Videotitel auf. Die hat mir doch irgendwie schon mal. So. Und ich speichere, glaube ich, zu viel in diesem Let's Play. Naja, egal. Ich finde, man kann da zu wenig speichern. Ist das hier? Nix. Ah, hier geht's runter. Klasse. Ah, okay, und hier sind wir jetzt da, wo vorhin die Kuhle kam. Okay. Also gut, dann können wir wieder raus. Und ich finde die Sprintanimation immer noch scheiße. Aber naja. Und dass die Fackel ab und an mal wegploppt. Aber ich habe vorhin was von einem Mod gelesen, der diese Vegetations Resizing sozusagen das Ganze umgeht. Das wäre natürlich klasse.